Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Aminatas kleine Welt. Ich hoffe, euch geht es gut und ich würde sagen, wenn euch interessiert, was in der Oktober Pinkbox drin ist, dann bleibt dran. Ja, heute packen wir die Pinkbox aus vom Oktober. Es ist unglaublich, es ist nicht zu fassen. Wir haben schon wieder Oktober. Ich kann es wirklich überhaupt gar nicht fassen. Bald ist schon wieder Weihnachten, der Sommer ist vorbei. Das geht alles viel zu schnell. Aber naja, was soll man machen? Da muss man durch. Positive ist, man kriegt jeden Monat neue Abo-Boxen. Ja, und wie gesagt, jetzt packen wir die Pinkbox aus. Ich bin ja da immer so ein bisschen zwiegespalten. Für alle, die es nicht wissen, die Pinkbox ist ja bei mir, weil ich verpeilt habe, das Jahresabo zu kündigen. Und ich habe da noch ein ganzes Jahresabo aufgeheizt bekommen. Und deswegen sieht ihr diese Box hier auf meinem Kanal. Grundsätzlich mag ich die Box, aber ich wollte eigentlich ein bisschen so diese Beauty-Abo-Boxen aussortieren. Weil das einfach sich so stapelt bei mir zu Hause und das finde ich einfach schade. So viel kann ich gar nicht verlosen, verschenken oder verkaufen. Und das tut mir auch ein bisschen dann in der Seele weh, im Herzen weh, wenn die ganzen Boxen hier ankommen und die Produkte rumliegen, ich sie entweder wegschmeißen muss oder nicht gebrauchen kann. Und deswegen hatte ich so ein bisschen aussortiert auf meinem Kanal, was die Beautyboxen angeht. Naja, die Pinkbox ist geblieben, sie wollte nicht gehen und die packen wir heute aus. So sieht der Karton einmal aus. Seit einigen Monaten gibt es ja ein neues Design und eine neue Kartongröße. Die Pinkbox kostet 13,45 Euro, also ist eine der günstigsten Boxen so. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn für die, die meine Unboxings gerade von der Pinkbox immer gucken, wissen, bei der Pinkbox gibt es jetzt immer eine Verlosung. Also bleibt dran, seid gespannt und ich bin gespannt, was diesen Monat in der Box drin ist. Ich muss ja wieder das hier scannen. Okay, wir haben zweimal den Zettel hier drin. Ich muss es wieder scannen. Die Pinkbox hat ja kein Heft mehr, sondern so ein QR-Code. Der steht einmal hier drauf und hinten haben wir einmal die Werbung für die Adventskalender. Auch nochmal kurz hier zum Thema Adventskalender. Ich bin wirklich ein Adventskalender-Freak. Ich liebe Adventskalender. Habe mich aber dieses Jahr dazu entschieden, wenig Adventskalender zu kaufen und ich habe mich eher dafür entschieden, so Food-Adventskalender zu kaufen. Grund dafür ist einfach, wenn ich zu viele Adventskalender kaufe, dann habe ich einfach so viele Beauty-Produkte hier, die ich einfach nicht verwenden kann. Und bei Food-Kalendern ist es noch ein bisschen einfacher. Das isst man auf, das ist irgendwie schneller weg, so als wenn man so Beauty-Kalender kauft. Grundsätzlich, wenn es nach mir gehen würde und ich Platz ohne Ende hätte, Geld ohne Ende hätte, würde ich wirklich jeden Kalender kaufen, den es gibt. Gerade auch hier der Brigitte-Box. Dieses Jahr gibt es neu den Barbara-Box-Adventskalender, Pink-Box, Black-Box. Man, ich finde es wirklich so interessant. Aber leider ist es einfach dieses Jahr auch nicht drin vom Platz her und auch vom Geld her. Und genau, das scanne ich jetzt einmal kurz und dann gucken wir. Das Gute finde ich immer erstmal, dass es natürlich Müll spart und aber auch, dass man hier gleich immer auf die Seite raufgehen kann, auf den Online-Shop oder der Marke gleich auf Instagram folgen kann. Das finde ich immer sehr schön. So, dann gehe ich auch hier wieder nach der Reihenfolge, dass wir nicht so lange suchen müssen. Und ich muss erstmal gucken. Das Motto ist Relax, Refresh, Repeat. Okay, sieht schon mal auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Perfekt für den Herbst, Winter. Und dann gucken wir mal. Oh, das finde ich cool. Wir haben hier eine Bodylotion drin von No. Ich glaube, die heißt No No, ja. Die Marke ist ja relativ neu. Habe ich schon öfter gesehen. Die war auch wohl auf der GlowCon. Aber habe selber von der noch nichts ausprobiert. Ist 100% vegan und parfümfrei. Pink, irgendwas Body Lotion, beruhigt die Haut und verbessert die Hautfeuchtigkeit, stärkt die Hautbarriere. Werde ich definitiv benutzen. Meine Body Lotion ist jetzt alle, die ich so jeden Abend benutze, um meine Beine einzucremen. Das muss man ja nun mal, wenn man Lipödem hat, jeden Tag eigentlich machen. Und die Body Lotion kostet 15,95 Euro. Ich muss mal die Kiste hier neben mich stellen. Und dann gucken wir einfach mal, wie die so riecht. Verführerisch weich steht hier. Genau, da kann man wieder auf Instagram folgen oder es gleich nachbestellen. Und die Farbe ist ja wirklich einfach ein Traum. Ja, riecht auch
Ich habe das Gefühl, die hat auch so einen leicht rosa-pinkigen Touch. Das sieht man so nicht in der Kamera, aber die schimmert ein bisschen rosa. Ah ja, das finde ich gut. Die ist richtig weich. Die ist richtig weichseidig. Die zieht super ein. Also ist sehr flüssig, aber wirklich sehr, sehr cool. Ja, doch, perfekt. Ja, also eine perfekte Bodylotion. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Okay, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und zwar ist hier von Mermaid & Me eine Haarmaske drin. Ich hatte schon mal von Mermaid & Me eine Haarmaske, hatte aber auch schon den Adventskalender sozusagen von Mermaid & Me. Der war ja in Kooperation mit Banana Beauty und Hello Buddy. Und Mermaid & Me, das war alles in einem Adventskalender. Und den hatte ich auch ausgepackt letztes Jahr. Und ich liebe einfach Haarmasken. Letztes Mal hatte ich eine von Mermaid & Me, die man eigentlich vor der Haarwäsche auftragen sollte. Habe ich nicht gemacht. Und ja, deswegen finde ich das jetzt sehr cool. Man hätte hier drei haben können. Auch die, die ich vorher hatte, bin ich froh, dass ich die jetzt nicht habe. Man hätte einmal eine haben können mit Aloe Vera, einmal Vanille und einmal diese Wild Hibiscus Clay Mask. Und die hatte ich und das ist halt so eine, die man so vorher aufträgt. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Wir haben hier 140 Milliliter für 24,90 €. Die 200 Milliliter Verpackung hätte aber auch so gekostet. Dann gucken wir mal. Die ist jetzt zu, aber ich muss überlegen, ich mache sie auf. Ich brauche jetzt sowieso bald wieder eine Haarmaske. Dann gucken wir mal, weil eigentlich mag ich Vanille nicht so gerne als Geruch. Oh, okay. Ist schon sehr stark. Aber muss man mal gucken, wie das ist, wenn man sich damit die Haare einschmiert, wie stark dann die Haare riechen. Das ist ja auch immer das Wichtige. Aber grundsätzlich schon zweite Produkt, was ich sehr cool finde diesen Monat. Und dann ist es jetzt wirklich lustig. Ich wollte gerade zu euch sagen, ich wäre froh, wenn eine Lippenpflege drin ist, weil meine Lippen sind so trocken. Und tada, es ist eine Lippenpflege diesen Monat drin. Ich muss sie bloß suchen. Und wir haben hier eine Lippenpflege von Alterra Lippenbalsam Bio Minze mit pflegender Bio Shea Butter und Pfefferminzöl für geschmeidige Lippen. Werde ich auch gleich ausprobieren, denn ich brauche sowieso eine Lippenpflege in meiner Tasche. Und diese Lippenpflege kostet 2,99 €. Und wir schauen mal. Ja, geht auch voll, obwohl das so mit Minze ist. Sehr angenehm. Ja, meine Lippen haben das gebraucht. Und es ist, weil ich jetzt zwischendurch meine Jacken wechsle. Und in der einen Jacke habe ich eine Lippenpflege und in der anderen nicht. Und jetzt trage ich gerade die, wo keine Lippenpflege drin ist, seit ein paar Tagen. Und schon sind meine Lippen trocken. Wobei, wenn die offen sind, die Lippen, muss man aufpassen mit dem Pfefferminzöl. Es ist schon heftig. So ein bisschen, als wenn so Kälte so an die Lippen kommt, aber eigentlich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall mal was Neues. So, dann muss ich mal gucken, ob dieses Produkt, ja, das ist auch drin. Wir haben hier nochmal, wir hatten jetzt was von Alterra und jetzt haben wir was von Alverde. Gleich zwei Produktchen und zwar ein Augenbrauen-Duo. Transparentes Augenbrauen und Wimperngel. Ah, okay. Also wir haben hier das Augenbrauen-Duo und dann hätte man, wenn das nicht drin gewesen wäre, hätte man noch ein Augenbrauengel haben können. Finde ich auf jeden Fall das gut, denn dieses Augenbrauengel, das braucht man jetzt nicht wirklich. Jetzt gucken wir mal, dieses Duo kostet 7,90 € und das Augenbrauengel würde nur 3,95 € kosten. Also ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und wir haben hier, halt so für die Augenbrauen, ne? Was man sich halt in die Augenbrauen schmiert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So, wir haben diese beiden Farben. Einmal heller, einmal dunkler. Ich glaube, ich müsste dieses dunklere nehmen. Und das ist einmal die Farbe 02 Chocolate und einmal die Farbe 01 Caramel. Also zwei wirklich gute Farben, gefällt mir, ist schön. Cool wäre, habe ich das schon gesagt, wenn ein Pinsel drin wäre, wäre wirklich cool. Dann könnte man das gleich benutzen. Eigentlich grundsätzlich müsste ich meine Augenbrauen eigentlich nicht malen. Manchmal würde ich das gerne, aber eigentlich brauche ich das nicht so.
So, dann gucken wir mal, was hier als nächstes kommt. Und hier haben wir ein Relaxing Skin Booster, harmonisierendes Serum von Shebeens. Mal gucken, wo das ist. Ja, hier ist es. Von Shebeens, ein harmonisierendes Serum mit Zink. Zink ist ja auch sehr so entzündungshemmend, neutralisiert Rötungen und wirkt besänftigend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was hatte ich letztens von Shebeens? Was zu essen oder irgendwas war das von Shebeens? Das war ein Spray. Ah ja, das war dieses Vitaminspray in dem Daniela Katzenberger Adventskalender. Und jetzt das hier, also Shebeens breitet sich aus. Nicht nur noch mehr Masken, Augenmasken, was weiß ich, normale Tuchmasken, sondern jetzt auch sowas. Dieses Serum kostet 6,95 Euro und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ich benutze jetzt keine andere Kosmetik mehr außer meine, aber ich finde, dass das Serum auch sehr, sehr ansprechend aussieht. Wir gucken mal, ob das ein Pumper ist oder was das ist. Ah ja, also finde ich wirklich ein sehr cooles Produkt, ne? Das ist wirklich so, auch mit so einem Pumper ist immer super, ganz toll. Auch mit den Inhaltsstoffen, die da drin sind. Ich gucke nochmal hier. Ja, kann man auch nicht meckern. Also kann ich euch wirklich, wenn ihr sagt, ihr möchtet was von der Drogerie haben, ein Serum gegen Rötung, empfindliche Haut, könnt ihr das auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe es jetzt natürlich nicht ausprobiert, aber es hört sich sehr, sehr gut an, wenn ich das jemals wieder zukriege. So, jetzt gucken wir mal, ob noch was in der Box ist. Aber ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, ich würde sagen, das war's jetzt. Und nein, hier müsste noch was drin sein. Oh, wow. Ist ohne Verpackung. Wir haben hier eine Seife. Die ist richtig so lose hier drin. Also das ist schon das Stück Seife. Riecht sehr, sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen, ja, weiß nicht, so an früher so. Oder aus Italien oder so. So hat das Bad immer gerochen. Ich weiß nicht, so richtig seifemäßig halt. Kostet 2,59 Euro. Und ja, ist ein wahrer Alleskönner. Ist für die Hände, für den Körper. Und dann steht hier, wenn man derzeit keine Verwendung für Seife hat, kann man es einfach in den Schrank legen für den Duft. Ja, sehr cool. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert von der Box diesen Monat. Ja, die Seife, so kann man was damit anfangen, ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Oder dieses Augenbrauen-Ding. Diese zwei Sachen sind so, ist schön, dass es drin ist. Hätte nicht sein müssen. Aber grundsätzlich finde ich das auch nicht schlecht, weil das mal so dunkle Farben sind. Ja, und gleich zwei, dass wirklich für jeden eigentlich was dabei sein müsste. Genau. Das Serum finde ich auch sehr cool, gerade jetzt so für den Winter, wenn die Haut wieder sehr beansprucht ist und so, finde ich das auch sehr schön. Und meine liebsten Produkte sind auf jeden Fall die drei, die Haarmaske, die Bodylotion und die Lippenpflege, finde ich sehr, sehr cool. Insgesamt muss ich sagen, passt diese Box wirklich zu dem Herbst-Winter. Man hat was zum Eincremen für die trockene Haut, man hat was für spröde Lippen, man hat was für Kälte, gestresstes Haar, man hat was für die Haut, man hat eine Seife für die Augenbrauen. Also ich muss wirklich sagen, bis jetzt, seit Monaten mit Abstand, die beste Pinkbox überhaupt. Ich finde es einfach nur super, hat mich gefreut. Wir sind hier beim Gesamtwert von 61,28 Euro. 13,45 Euro habe ich bezahlt, also das ist auch super. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Box gefunden habt diesen Monat. Aber ich muss wirklich sagen, hätte fast von mir sein können. Ein paar Dinge hätte ich noch geändert, aber hätte fast von mir sein können. Ich bin wirklich begeistert und endlich meine Box, die auch zum Thema so ein bisschen passt und auch zur Jahreszeit. Das finde ich sehr cool. Und nächsten Monat wird ein Produkt von Benefit drin sein. Bin ich mal gespannt. Meine liebste Mascara ist von dort und sieht aus, als wenn hier auch eine Mascara drin sein wird. Also ich freue mich schon auf die November-Box. Ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, wir kommen noch zur Verlosung. Die hätte ich beinahe wieder vergessen. Ja, die Leute, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, wissen, dass es jetzt noch eine Verlosung geben wird oder was es zu verlosen gibt. Und zwar verlose ich wieder an euch eine Überraschungsbox. Ich habe mich dazu entschieden, eher jetzt so öfter Überraschungsboxen zu verlosen. Dass es auch für euch, wie gesagt, eine Überraschung ist. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Kommentare Hashtag Pinkbox schreiben. Und die Verlosung wird von heute, dem 16.10. bis zum 22.10. gehen. Ich werde dem Gewinner wieder auf seinen Kommentar
antworten, wenn der Gewinner sich nicht nach 2 Tagen meldet, suche ich einen neuen, wie immer. Und dann gibt es nur noch eins zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich immer sehr. Und um nichts mehr zu verpassen, ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Das ist wie immer kostenlos. Und bis dann. Tschüss.